Bitte, Walker, bitte. Illegal Wuppertal. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Weg zum Ruhm Team 2 Nation Spieler Battle. Ja, Freunde. Wir machen heute auf dem Freitag erstmal ein ganz entspanntes Pack-Battle. Dann werden wir um diesen Spieler, dessen Nation wir ziehen, das Team bauen. Eine Icon davon mit einbauen. Und ja, dann werden wir natürlich gegeneinander spielen. Differenz wird discarded. Wir hoffen, wir ziehen heute was Geiles. Es gibt ja schon ziemlich krasse Spieler zu ziehen. Also Brasilien wäre die geilste Nation. Belgien wäre auch krass. Frankreich, ja. Ansonsten würde ich dir vielleicht noch so einen Engländer, so einen Chilwell gönnen. Hör auf, ich habe den schon 5-mal gezogen, Alter. Ich kann den nicht nochmal ziehen. Das geht nicht. Das geht echt nicht, Leute. Aber es sind schon ein paar gute Sachen dabei. Sonst haben wir das ja eigentlich immer zum Tots gemacht. Mal gucken, was jetzt hierbei rumkommt. Ihr kennt das Prinzip. Lasst einen Daumen nach oben da. Mal gucken, was jetzt heute Abend für Packs rauskommen. Dieses Summer Festival und so. Da geht's ja auch nochmal ab, ne? Weg zu Ruhm Team 2. You ready? I am ready. Let's go. Okay, wir sagen nicht, was wir haben, Leute. Wir starten rein. Let's go. Komm schon, gib mir Brasil. 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 Belgien. Hazale, 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 Rian. Hazale. Okay. Hazalerien, ja. Hast du Hazalerien gezogen? Ach, es gibt ja auch noch, nee, den anderen Hazard, den gab es ja mal im ersten Team. Okay. Dann bauen wir Team. Dann packen wir die Nation rein und dann gucken wir mal, was da abgeht. Okay, ich bin perfekt bereit für Formation random. Und du sagst Stopp, okay? Bist du ready? Okay, mach, fang an. Ich mach schon. Ach so, du machst schon. Dann sage ich Stopp. Ah. Okay, kann man vielleicht was mit anfangen? Alles klar, dann bist du dran. Okay, so, es geht los. Ich guck weg. Stopp. Ja, nehmen wir mit. Ist okay. Ist okay. Dann schauen wir mal. Gehen wir rein, was wir so im Verein haben erstmal. Was haben wir denn so Schönes? Leute, ich weiß schon einen Kracher, den wir im Verein haben. Hä? Ja. Uiuiui, ist ein Kracher. Ist ein guter Kracher, aber ja. Rest müssen wir, Luki. Also ich habe schon ein bisschen flügelzangenmäßig was ausgepackt. Aber das ist von der Formation her Müll, den kann ich gar nicht einbauen. Der bringt mir gerade gar nichts. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Es gibt da auf jeden Fall sehr, sehr viele geile Spieler. Ich habe gar nicht so viel im Verein davon. Ja, es ist echt kranke Spieler, Alter. Was ist das denn, Junge, wie viel Auswahl es hier gibt? Das ist ja mal gestört. Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, wen ich davon nehmen soll. Was sagt ihr, Leute? Ihr seht ja gerade hier, ist ja echt krank, Digga. Was ist das denn? Ich guck jetzt erstmal nach Icona. Aber das Problem ist, ich könnte eine geile Ikone einbauen, aber es funktioniert nicht von der Position. Eieieiei, gucken wir mal hier, was wir da so Schönes haben. Machst du erstmal über Dreams Cock? Ja, du bist immer so langweilig, du verrätst ja gar nichts, was du so nationenmäßig haben könntest. Also, irgendwas Gutes wirst du haben. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht Niederlande hast. Benz in den Niederlanden, Homies in dem Knast, ich weiß, wer Niederlanden. Ich werde Niederlanden. Oh, das ist ein dicker Fisch hier. Den packen wir mal safe rein hier. Den müssen wir gleich noch kaufen. Oi. Und sonst, ja, den haben wir noch. Den müssen wir auch auf jeden Fall, spielen. Es könnte heute teuer werden, Ernie. Ja, Mann. Es könnte teuer werden. Echt, richtig teuer werden. Sehe ich genauso krank. Aber umformen darf man nicht? Nee, spiel schon so, wie es auch ist, würde ich sagen. Okay, ja, machen wir, ja. Also du kannst jetzt keinen ZM zum Stürmer umwandeln, ne? Das geht nicht. Nee, sowas geht okay, gar nicht. Okay, das geht nicht. Ach so, okay. Dann kann ich den natürlich dann irgendwie auch nicht spielen. Da muss ich gucken, ey, das ist doch... Ja, jetzt hast du die Regelung so getroffen, wir machen es jetzt so. Na egal, hier gibt es doch noch einen guten Innenverteidiger, eine Legende. Oh, der ist super, den nehmen wir hier, das ist top für die Außenverteidigung. Rechts, wen haben wir da, gucken wir mal. Ja. Bräuchte jetzt noch irgendwas im Mittelfeld? Ich glaube, ich gehe vielleicht auch mit gar keiner Icon. Überlege ich gerade. Du musst eine nehmen. Ich muss gar nichts. Du musst. Sehr mal der. Oh, ja, okay, das ist stabil. Ich glaube, den. Den können wir nicht nehmen, den linken. Müssen wir den nehmen. Das ist ja gerade eine ganz schwierige Situation. Boah, den würde ich gerne spielen. Gibt es von dem? Nein, ich habe die SBC nicht gemacht. Scheiße. Aber da glaube ich, hole ich dann trotzdem den anderen. Okay, so sieht es erstmal aus. Ich glaube, ich werde. Guck mal. Wegen Icon jetzt. Schauen wir da mal. Ikona. Wer ist das denn, Kay? Also, ich muss noch irgendeinem ZM suchen. Irgendwas Gutes brauche ich hier.
Den kann ich nicht nehmen. Der ist Müll. Boah, letztes Mal. Den glaube ich nehme ich. Den will ich nehmen. Jetzt brauche ich halt eigentlich nur noch ein, zwei Spieler. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich brauche auch noch ein, zwei Spieler. Ich muss aber noch kaufen gleich alles und so, ne? Ja, ja, das muss ich auch machen. Also eigentlich steht mein Team. Das Blöde ist, ich habe keine gute Ikone, die ich jetzt verwenden könnte. Ja, also mein Team wird jetzt erstmal so bleiben, Leute. Ich guck mal, ob ich da noch was ändern kann. Ansonsten werde ich jetzt die Spieler so kaufen. Ja, schauen wir mal. Ja, ich werde das dann wahrscheinlich doch so machen. Ich nehme dann doch eine Ikone, pack den wahrscheinlich raus, weil der, ich glaube, der wird nicht gut spielen. Werde ich so machen. Zack. Okay, bist du soweit? Sollen wir kaufen? Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal ein, zwei Positionen umändern, Leute. Das werdet ihr gleich sehen, aber überwiegend wird es erstmal so bleiben, denke ich. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt das Team und dann sehen wir uns gleich wieder, oder? Würde ich sagen. Wie ist der gleiche? So, Leute, die Teams stehen. Bei mir gab es nochmal einige Änderungen. Also, so wie ihr es vorhin gesehen habt, die Icon hat sich auch nochmal geändert. So finde ich es eigentlich am besten und ich bin vor allem auf diese Icon mal gespannt. Glaube ich, noch nie gespielt dieses Jahr oder habe ich schon, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, offensiv, Innenverteidigung sieht super aus. Mal gucken, wie es abgehen wird. Ironie oder ernsthaft? Ja, müssen wir ja gleich sehen, ne? Was ist 18 zu deinem Team? Hast du auch nochmal was geändert? Hast du Netherlands? Kann sein. Ich habe nichts geändert eigentlich mehr. Ich hätte gerne noch den einen oder anderen Spieler gespielt, aber ich habe vorne nicht so viele Möglichkeiten, da noch was reinzupacken. Eine Ikone, ich weiß nicht, wie der spielen wird. Bin mal gespannt. Ansonsten sieht das Team eigentlich richtig krass aus. Also ich bin zufrieden. Ich würde sagen, wir gehen rein. Okay. Let's go. Let's go. So, mal zeig gucken, mal, was das hier, was hast du denn da Schönes? Eieieiei, was ist das denn? Wen hast du gezogen? Ja, den in der Mitte. Nandes. Ja. Ach, du, oh, Garincha, da gibt's ein dickes, dickes, fettes Déjà-vu. Ja, ja. Das ist geil, glaub mir, vor allen Dingen, wenn man den abstoßen muss. Das riecht gut. Ja, ja, vielleicht kannst du dich ja mal rächen. Mhm. Oder musstest du den mich anstoßen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, musste ich. Ja. Deshalb dachte ich mal, komm, holen wir den wieder zurück. Aber so schlechte Spiele haben die gar nicht, Uruguay. Also ist okay. Ja, die sind nicht schlecht. Die spielen ja auch immer gut mit eigentlich bei den ganzen Turnieren. Das hast du mit dem Felix nachgemacht? Ja. Valverde Beschwerde, ey! Guck mal, der beißt, Raffi. Der Junge. Come on, Fernandes. Ey! Da gibt kein Foul, oder was? Ja, ja, ja. Diese Außenverteidiger sind so schlimm. Ich habe erst mal überlegt, Carlos Alberto zu nehmen, aber... Oh, ich hab's so gemacht. Verbindung ist auch nice. Guck mal, der hat auch Hunger. Wer ist das? Aha, Valverde Beschwerde. Ja, der kommt. Geh doch hin. Boom. Nein. Fonte. Mach Jose, Jose. Oh, Suarez, Kopfballtor. Ja, Tor, safe. Boom. Nein. Nee, 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 nee. Ole. Oh, da ist Platz. Da ist so viel Platz. Boah, was eine Bamba-Grätsche. Oh mein Gott, Costa. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Ach, ich dachte, das wäre Eusebio Moments. Ja, was soll ich mit dem? Ging ja gar nicht. Ich konnte ihn gar nicht spielen wegen dieser scheiß Formation. Ach so. Da. Da. Und das ist Lozano. Ey, das ist der Hür, was nicht der Hür wegen. Lozano, Alter. Das ist so ein Fake Lozano. Das ist Lozano auf Wish. Komm, Ronaldo. Ach, du hast ja noch der billige Ronaldo. Ja, das ist aber der billige Ronaldo. Ja, wo ist denn dein First Owner? Na, was für First Owner, Mann? Ach, dieses Jahr gab's keinen First Owner bei dir, ne? Oder letztes Jahr war das. Du vergisst immer noch, dass ich nur einen Stürmer habe. Ey. Aber ich brauche auch nur einen. Das ist meine Ikone. Rui Costa. Mann, Costa will gar nichts. Alter, Costa. Nani. Hoppa. Nani, ey. Schade, hättest du mich mal umgehauen. Dann wäre es schon eine rote gewesen. Wo ist Ronaldo? Nani ist so krank. Ja. Was geht ab bei dem, dieser Nani, ey? Der ist krank. Der ist so beweglich. Boah, ist der da vorbeigerutscht, Alter. Scheiße. Egal, Leute, macht noch Comeback. Suarez, der muss erstmal warm werden. Garincha, da sieht man gar nichts mehr. Wo bist du denn? Was macht denn der überhaupt? Der ist doch gar kein Uruguayer. Ja, ja. Es gibt keine uruguayische Icon, Mann. Deshalb durfte ich mir nur eine aussuchen. Schön. Oh, da geht einer. Ey. Da geht einer. Wichtig, wichtig. Wie malen gegen Tschechien. Muss ein Lehrer werden. Schnell. Hallo. Guck mal, da geht einer. Das ist Nani und der ist schnell. Nein. Und der kann flanken. Der kann flanken. Ja, ja, flanken, Alter. Ja, klar. Alles klar. Alles klar. Heute alles gesehen, Leute. Alles klar, alles klar, alles klar. Der macht einfach so eine Flanke und der kommt auch noch ja, an. Wunderschön noch an. Herausgespielt. Guck dir das wie an. Wie dumm dieser Jimenez ist, Alter. Jimenez, Alter. Gimmi. Torwart fällt einfach um. Oh. Ja, komm, Garincha, zeig mal was. Renn doch mal. Ja, guck mal, Ikone gegen Ikone. Ja, klar, dein komischer Costa da. Jetzt. Komm. Hey! Komm.
Stellungsspiel. Ich bin da, ne? Es ist so nice. Ich bin da, aber der geht nicht ran. Mann, Alter! Backspiel. Ich bin gar nicht klar mit dieser Formation. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Aha. Oh, oh. Das ist Diego Dalot. Ja, den habe ich gerochen. Ja. Den habe ich so gerochen. Oh, schieß ihn doch rein, ja. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Jetzt ist der Fluch gebrochen. Komm. Okay, mein drittes Tor war auch nicht besser. Unmöglich. Ja, ja, jetzt geht's los, da bin ich. Da bin ich, da bin ich. Das Spiel ist so broke. Komm, Junge. Das Spiel ist so broke. Letzter Angriff, sagst du? Ja. Ey, guck mal, Mann. Wie kann der auf einmal so schnell werden, der Ball? Bleib mal ganz locker jetzt. Ja. Ey, was für ein wirklich? Dass hier schlau ausgespielt werden. Komm, letzter Angriff. Bruder Nani, mach bisschen defensiv. Nein, ey, dein Scheiß. Dein Renato Sanchez, so gut wie bei der EM, Alter. Ja, komm. Ey. Ja, und jetzt kommt Nani, der nimmt den Ball nicht mit, Mann. Nimmt den Ball mit, Alter. Ja. Ja. Oh mein Gott. Jetzt schießt er jetzt nochmal in die Fresse dafür hier. So. Ah. Scheiße, Alter, Leute. Also ich habe gesagt, ich werde die Weekend League spielen, ich werde keine Weekend League spielen. Hört mir auf, Alter. Ja. So. Okay, du kannst das. Ein Pick, Digga. Aber ein Pick ist schlimmer als zwei, merkt ihr das? Naja, so wie letztes Mal, wo ich gar nicht getroffen habe. Eigentlich wird es echt mal Zeit, dir was Fettes abzustoßen, ne? Also du hast einmal Garincha, du hast Suarez, du hast Valverde, das sind die drei teuersten. Ich nehme deinen Stürmer. Jimenez. Jimenez. Du hast doch umgestellt. Ja, diesmal habe ich umgestellt. Das hättest du doch RF nehmen müssen, wenn du Garincha treffen willst. Ja, ich dachte schon, dass du umstellst. Ich habe den gespiegelt, sowieso. Garincha. Linksverteidiger Garincha, rechter Innenverteidiger Suarez, rechtes ZM Valverde. Sturm war gar nichts. Stoß den ab, Leute, der kostet eh nur 40.000. Scheiß drauf. Boah, weg. Was? Er holt den doch safe wieder. Ich hol den wieder. Freunde, das war unser Nations Battle. Mal gucken, was es jetzt dieses Wochenende geben wird. Wir werden auf jeden Fall ein SBB machen mit diesen neuen Karten. Lasst einen Daumen nach oben da. Kuss geht raus. Danke für euren Support. Und ja, checkt alles in der Beschreibung aus. Ab und schnibbel ab. Du bist weiter. Let's go. Du hast die Worte. Schnibbel deinen kleinen Buschi ab. Haut rein, Leute. Bis Sonntag. Ciao, ciao.